Und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Diesen Mittwoch mit dem Thema Alleine sein, gleich einsam sein? Fragezeichen. Klingt komisch, ist aber so. Ich bin gerade allein zu Hause. Oder auch nicht. Kommt drauf an, wie man es sieht. Meine Mutter ist im Keller und macht die Wäsche und ich bin hier mit meinem Häschen. Aber ich habe gerade niemanden da, mit dem ich jetzt reden könnte, theoretisch. Ich kann mit meinem Hasen reden, aber die Antworten sind recht sporadisch. Ja, und da fragt man sich dann, bin ich alleine oder bin ich einsam oder bin ich einfach nur gerade vorübergehend, also allein gelassen. Genau, das ist ganz gut. Ich für meinen Teil, ich bin oft und sehr gerne mal auch alleine und genieße die Ruhe. Entschuldigt, Sekunde. Out, out, out. Bein, Bein, Bein. Oh, das tut weh. So. Ihr müsst wissen, ich sitze gerade sehr unpraktisch. Ich sitze hier auf meinem wunderschönen Sessel. Und vor mir habe ich das Bett mit der Kante und da habe ich jetzt gerade voll mir die Kante ins Bein reingestoßen. Das tat weh. Also, zurückzukommen zu meinem Thema, ich bin gerne allein. Ich fände es schön, einfach mal die Ruhe zu haben, zu tun, was ich möchte, wann ich es möchte, wie ich es möchte. Einfach nicht unterhalten müssen, ja genau. Oder Beispiel, ist ein bisschen blöd, aber gestern wollte ich meine Mutter überzeugen vom iPad. Und dann bin ich auf jeden Fall ins Zimmer gelatscht und habe meine Mutter angequatscht. Dann bin ich rausgegangen, dann bin ich nochmal um die Ecke gekommen, weil mir noch was anderes eingefallen ist und habe sie nochmal deswegen angequatscht. Dann bin ich eben nochmal gegangen und dann ist mir auf halbem Weg schon wieder was eingefallen. Dann bin ich nochmal zurückgegangen, um sie dann nochmal anzureden. Und dann bin ich wiedergegangen und dann zum dritten Mal zurückgekommen, weil dann wollte ich noch schnell auf einen Zettel was schreiben, weil mir noch was auf einen Einkaufszettel, weil ich da mir noch eingefallen ist, oh Gott, ich brauche noch einen neuen Sirup. Und dann so meine Mutter, jetzt Gott, lass doch mal mich in Ruhe lesen. Wo ich dann mir gedacht habe, das Reden war schön, aber wenn ich jetzt allein gewesen wäre, hätte mich jetzt keiner gefragt, oh Gott, was, wenn ich jetzt auf den Zettel was geschrieben hätte oder hab. Naja, kommt drauf an, wie man sieht. Oder auch einfach mal dieses, wenn du alleine bist, bist du viel effizienter. Genau, das könnte ich mal so sagen. Also ich für meinen Teil bin effizienter, wenn ich alleine bin. Weil wenn Mom in der Nähe ist, dann habe ich irgendwo immer dieses Bedürfnis oder diesen Eindruck, jetzt wäre es doch schön, wenn ich mal mit ihr reden würde oder Zeit mit ihr verbringen würde. Oder es wäre doch jetzt besser, wenn ich jetzt Zeit mit ihr verbringe, weil allein sein kann ja auch nachher wieder. Und dann ist natürlich auch oft so, dass ich sage, gut, ich wollte gerade meine Festplatte etwas defragmentieren, aber das kann ich auch noch in einer Stunde machen, weil jetzt geht Mama erstmal vor. Und dann sitze ich da und rede mit Mom, sagen wir mal eine Stunde oder vielleicht auch mal länger. Und dann ist die Stunde ja weg und dann wird es recht eng mit dem ins Bett gehen oder mit dem Abendessen oder was auch immer, weil ich eben dann die Zeit anders benutzt habe. Und doof aber war, Zeit kann man nur einmal benutzen. Und ja, dann ist es halt weg. Wenn ich dann alleine gewesen wäre, hätte ich die Festplatte defragmentiert, hätte die Arbeit erledigt gehabt und hätte vielleicht Nachzeit für Mom gehabt und wäre dann aber nicht so unter den Zeitdruck geraten. Natürlich passiert mir das auch mit anderen Leuten aus, mit meiner Mutter, aber sie ist jetzt halt gerade das beste Beispiel. Übrigens, sie ist meine Probeanschauerin heute. Also, hey Mom! sag mir einfach nachher, was du denkst. Ja. Oder meine Videos. Ich kann schlecht Videos aufnehmen, wenn jemand in der Wohnung ist, außer meiner kleinen Lissi natürlich. Weil ich dann nicht einschätzen kann, wo die Geräusche herkommen oder was dann im Hintergrund ist. Und wenn ich möchte, dass ein Video verhältnismäßig frei von Geräuschen ist, muss ich es halt aufnehmen, wenn ich alleine bin. Natürlich gibt es viele Dinge, die kann man nicht alleine machen. Also zum Beispiel
Uno spielen. Du kannst nicht alleine Uno spielen. Das geht irgendwie nicht. Oder Monopoly. Tischtennis. Obwohl, das kannst du, wenn du die Platte hochstellst, aber dann ist es auch nicht so lustig. Zusammen essen kann auch sehr schön sein, obwohl ich auch schön finde, mal alleine zu essen. Wenn du alleine bist, hast du niemanden zum Reden. Und das ist natürlich auch doof, ey. Manchmal brauchst du irgendwie noch eine zweite Meinung oder so. Aber wie ich schon mal in einem anderen Video gesagt habe, Kommunikation gleich Reden. Das, einmal weiß ich sogar, welches es ist. Ist Reden eh so eine Schwierigkeit, weil man dann erstmal jemanden braucht, der dieselben, das, was du sagst, auch so versteht. Versteht. Ach, versteht. Ja, genau, so war das Wort. Wie du es sagen willst. Ja. Also, was auch ein bisschen schwierig ist für mich, ist alleine rausgehen. Das kann ich zum Beispiel noch nicht. Ich gehe lieber mit jemandem zusammen raus, weil ich immer Sorge habe, ich verirre mich und dann komme ich nie wieder nach Hause. Oh Gott, ich habe einfach einen miesen Orientierungssinn. Oder auch, was auch gut ist, ist, ich schlafe ganz gerne, wenn ich so... Abends habe ich früher als Kind habe ich immer bei meinen Eltern geschlafen, weil ich dieses Alleinschlafen furchtbar fand. Dann mit dem Alter fand ich es schon nicht mehr so schlimm. Bin jetzt aber immer noch beim Stand, dass ich oft mal mich trotzdem noch zu meiner Mutti ins Bett kusche. Weil ich einfach dieses, dann ist es kalt und dunkel und überhaupt und ich habe nichts zu tun und die Decke anstarren ist langweilig. Naja. Ja, und dann ist es einfach schön, wenn man jemanden hat in der Wohnung und nicht alleine ist. Weil es ist ja auch so eine Sache, wenn du alleine bist, kommt dir irgendwie die Welt erstmal, egal wie alt du bist, erstmal gruseliger vor, habe ich so den Eindruck. Also, wenn du alleine da hockst und plötzlich ein Uhut, dann denkst du dir erstmal so, was ist denn jetzt los? Wenn da jemand ist, dann kann es sein, dass du sagst, ja, was ist denn jetzt los? Und der dann sagt, naja, halt. Ist einfach, zu zweit hast du immer noch einen anderen Blickwinkel. Ja. Ich für meinen Teil bin jetzt nicht so der Mensch, der viel Zeit mit anderen verbringt. Also, ich bin eher dieser Einsiedlerkrebs. Ein Eremit, könnte man auch sagen. Nur eben nicht in der Höhle, weil ich brauche WLAN. Oh Gott, und LAN-Kabel und Gott, mein Gott. Aber zum Beispiel, dass es einfach auch noch so ein Beispiel ist, wenn du alleine bist, dann, ja, viele Entscheidungen musst du alleine treffen. Du kannst dich mit anderen beraten, aber schließlich und endlich bleibt die Entscheidung ja bei dir, was du tun willst. Wobei, als Kind hast du das Glück, dass deine Eltern noch viel für dich entscheiden, aber das hört dann auch irgendwann auf und dann musst du alle Entscheidungen selber treffen und plötzlich stehst du da und musst sowas entscheiden wie, ja, kaufe ich mir jetzt dieses Paar Schuh extra oder nein, brauche ich es wirklich, wo soll ich es hinstellen und sowas. Das musst du dann alles selbst entscheiden und überlegen. Und das musst du eben als Kind nicht und ich habe das Glück gehabt, dass meine Eltern mich recht früh dazu gebracht haben, Entscheidungen selbst zu treffen. Also ich bin, seitdem ich denken kann, das ist übrigens meine Isabel, die ihr jetzt im Hintergrund hört, die war am Montag beim Tierarzt und hey, es geht ihr super, sie ist prächtig. Ja. Ich glaube, ich könnte zum Beispiel nicht ganz alleine sein. Für meinen Teil, ich brauche schon zumindest irgendwie noch eine andere Lebensform in meiner Nähe, wo mir Isa sehr hilft, weil wenn du so ganz alleine bist, dann verliere ich mich oft in vielen Dingen. Also, wenn Isa mittags rennt und eben nicht in meinem Zimmer hockt, kann schon passieren, dass ich mal 3 Stunden lang was arbeite und überhaupt nicht mehr bemerke, was um mich herum los ist. Und das nur, weil ich eben nicht dieses typische nach einer halben Stunde Scherz irgendwo und ich gucke eben automatisch erstmal was los. Ja,
Oh Gott. Naja, mir hat mal jemand gesagt, jeder Mensch wird allein geboren und jeder Mensch stirbt allein. Aber was dazwischen ist, das musst du selbst entscheiden, nämlich ob du mit vielen Menschen zusammen sein willst oder eben nicht. Und den Satz fand ich gut, weil ich brauche nicht viele Menschen, um glücklich zu sein. Also, wie sagt man das? Ich kenne viele Leute, die, naja, also ich kenne nicht viele Leute, aber ich habe es schon oft gehört, dass es so ist, dass es Leute gibt, die in großen Menschenmengen stehen und sich trotzdem total alleine fühlen. Ich hingegen kann alleine in meinem Zimmer sitzen und fühle mich trotzdem nicht einsam. Das ist ja auch so eine Sache. Einsam ist nicht gleich allein und allein ist nicht gleich einsam. Oh Gott. Wenn du alleine bist, dann ist es einfach so eine Sache, du bist jetzt halt kurz alleine. Aber einsam bist du, wenn du dich einsam fühlst. Irgendwie klingt das jetzt total kitschig, aber es gibt schon Sinn, wenn man es mal so drüber nachdenkt. Ich hatte Phasen in meinem Leben, da habe ich mich furchtbar einsam gefühlt, weil ich gedacht habe, ich bin von Gott und der Welt verlassen. Und warum? Als ich damals mit 11 rausgefunden habe, dass ich ein Asperger bin, habe ich viel Zeit damit verbracht, mich erstmal einsam zu fühlen und mir Gedanken zu machen, warum trifft's mich? Wieso bin ich jetzt so alleine hier? Warum gibt's nicht jemanden anders wie mich hier in meinem Umfeld? Und wieso habe ich niemanden zum Austausch? Ich hätte mir damals nichts sehnlicher gewünscht als ein paar Leute, mit denen ich diesen Austausch hätte. Ja, und dann habe ich Theo getroffen und das Problem ist irgendwie verschwunden, aber ich weiß, dass es sich komisch anhört, wenn man keine Gefühlsregungen so richtig hat, aber sich einsam fühlt. Das ist irgendwie schräg. Habe ich selbst nicht ganz verstanden. Noch so ein großes Phänomen. Ich verstehe mich selber nie. Ich habe manchmal den Eindruck, dass jeder andere mich besser versteht als ich mich selber. Zurzeit bin ich mal wieder etwas im Solo-Trip, könnte man so sagen, weil ich gerade mich eher zurückziehe. So, ja, mache ich manchmal einfach. Ich möchte es nicht so wirklich. Und ich finde es auch furchtbar, weil ich einfach es nicht so wirklich, ja, gut ist, weil ich gerade da wäre ja auch jedes Mal aus der Übung mit der Kommunikation und sowas. Und eigentlich sollte ich aktiver bleiben, aber es gibt einfach Zeiten, da willst du alleine sein. Es gibt Zeiten, da willst du von allen umgeben sein. Und das ist so dieses Ding, weswegen ich nicht so der große Weihnachtsfan oder Familienfestfan bin, weil du dann plötzlich von allen umgeben bist und nicht gerade dieses, ja, ich habe jetzt gerade Lust, von allen umgeben zu sein, sondern dieses, wir sind jetzt alle da, also verbringen wir Zeit zusammen. Ja, ich finde sowas nicht so toll. Ich mag auch keine Menschenmassen. Ich sag's, wie es ist. Ich bin keiner, der auf ein großes Konzert gehen würde, mal vom Lärm. Ich würde aber auch nicht auf einen Vortrag mehr gehen. Es ist mir auch zu viel. Mir reichen ein paar Leute, so 10 oder so. Deswegen feiere ich auch schon seit Jahren keinen Geburtstag mehr. Ich habe dieses viele Leute um mich rum Ding nicht mehr gemocht. Ich feiere inzwischen bloß noch im engsten Kreis. Mutter, Vater, Opa, Oma, wenn Babette und Fritzette haben, auch Babette und Winfried, dann meine große Schwester KitKat und das war's dann. Mehr brauche ich auch nicht. Es ist schön so, es ist gut so und vor allem ist es erholsam so. Ich glaube, das war's, was ich euch dazu sagen könnte, was ich euch dazu jetzt gerade so auf die Schnelle sagen möchte. Heute ist St. Martin, eins dieser Feste, wo es diese tollen Martinsbrezeln gibt. Die liebe ich. Obwohl ich heute eher mich auf den Weg mache, um mir eine Quarktasche zu holen. Oh Gott, ich freue mich auf diese Quarktasche. Ja. Und so sitze ich hier und erzähle euch vom Thema
alleine sein, weil ich, um ehrlich zu sein, heute alleine die Entscheidung treffen muss, was ich mit meinem iPad-Wunsch mache. Tja, drückt mir die Daumen. Ich erzähle euch bei Gelegenheit, wie es ausgegangen ist. Ich hoffe, dass ihr mir viele Fragen stellt, weil das ist auch so eine Sache, wo ich mal euch einfach drum bitten muss und möchte. Stellt mir Fragen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich euch anders irgendwie helfen soll, dieses Thema besser zu verstehen oder ob ich es euch gut schon näher bringe. Ob es euch weiterhilft, wenn ich euch weiterhin einfach irgendwas erzähle, was mir gerade einfällt, oder ob ihr einfach Fragen habt, die ich euch nicht beantworten kann, weil ich sie einfach nicht gestellt kriege irgendwie. Oder einfach dieses. Ich möchte euch ja gerne sozusagen helfen oder euch informativ etwas erzählen. Und es ist sehr schwer, wenn du mehr oder weniger keinen Ansatzpunkt hast, wo du einhaken kannst. Und deswegen bitte ich euch wirklich, ich bitte euch, stellt mir Fragen. Ich weiß, nicht jeder hat einen YouTube-Kanal und nicht jeder hat Google Plus und kann dadurch auf YouTube was schreiben. Und die Kommentare. Aber schreibt mir wirklich gerne auch E-Mails oder schreibt mir auf Facebook oder wie auch immer. Schreibt mir, weil überschwemmt mich mit Fragen, weil es gibt keine Frage, die ich nicht beantworten würde oder die ich nicht beantworten sollte oder beantworten kann. Ich möchte einfach so gut und so effizient wie möglich für euch das gestalten. Gut, also dann zu meinen Möglichkeiten, wie ihr mir Fragen zukommen lassen könnt. Nämlich unten im Video gibt es die Kommentare. Ihr könnt mir einfach Kommentare hinschreiben. In meiner Infobox ist meine E-Mail-Adresse. Ich sage es aber euch trotzdem noch. Das wäre die bell.riedmeier@outlook.com. Dann gibt es mich auf Facebook mit dem Namen Ella Bella Flor. Einfach. Da könnt ihr mir alles hinschreiben. Ich antworte. Ihr könnt mir auf die Seite posten. Ihr könnt mir eine private Nachricht schicken. Ist egal. Ich beantworte alles. Und sonst gibt es nur noch eins zu sagen. Bis Freitag und ciao!